Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über dem Pazifik ist heute ein amerikanischer Jumbo-Jet nur knapp einer Katastrophe entgangen. Ersten Berichten zufolge wurden mindestens 8 Personen aus dem Flugzeug geschleudert, nachdem eine Explosion ein Loch in den Rumpf gerissen hatte. Die Linienmaschine vom Typ Boeing 747 aus San Francisco befand sich nach einem Zwischenstopp in Honolulu, der Hauptstadt von Hawaii, auf dem Weg nach Neuseeland. Dem Piloten war es gelungen, die Boeing 747 wieder sicher in Honolulu auf den Boden zu bringen. Als sich der Zwischenfall ereignete, befand sich das Flugzeug mit 355 Menschen an Bord, 160 Kilometer südlich von Honolulu. Nach der Landung klaffte auf der rechten Seite der Maschine ein etwa 3x12 Meter großes Loch. Mehrere Passagiere hatten Verletzungen erlitten, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine Sprecherin der Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte mit, der Pilot habe zunächst einen Schubabfall in einem der rechten der insgesamt 4 Triebwerke und dann den Ausfall des 2. rechten Triebwerkes gemeldet. Die Behörde habe noch keinen Hinweis auf die Ursache einer Explosion oder einen möglichen technischen Defekt. Am 28. April letzten Jahres hatte es über den Hawaii-Inseln einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Damals wurde eine Stewardess durch ein Loch im oberen Teil des Rumpfes aus einer Boeing 737 geschleudert. Mehrere hunderttausend Menschen haben heute in Tokio an den Beisetzungsfeiern für den japanischen Kaiser Hirohito teilgenommen. Aus 163 Ländern waren Trauergäste gekommen, unter ihnen 55 Staatsoberhäupter und 11 Regierungschefs. Die Bundesrepublik wurde durch Bundespräsident von Weizsäcker und Außenminister Genscher vertreten. Der Tenno war Anfang des Jahres im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Sarg des toten Tenno. Im strömenden Regen nahm Japan Abschied von Kaiser Hirohito. Mehr als 13 Stunden dauerten heute die Trauerfeierlichkeiten in Tokio. Ihr öffentlicher Höhepunkt, das religiöse Ritual nach shintoistischen Traditionen. Hirohitos Sohn, der neue Kaiser Japans. Bislang stand er im Schatten seines Vaters, der ganze 62 Jahre lang sein Amt innehatte. Akihito übernimmt den Thron von einem umstrittenen Mann. Auch 40 Jahre nach dem Krieg fragten die Gegner von einst nach Kriegsschuld und Kriegsverantwortung Hirohitos. Der Ort der Trauerfeier, schlicht gehaltene Zelte und ein Schrein aus Zedernholz. Die Gäste, die größte Versammlung internationaler politischer Spitzen, die es je gab. Es war bitterkalt. Das shintoistische Ritual war umstritten, als Verstoß gegen das Verfassungsgebot Japans, Politik und Religion zu trennen. Doch es blieb sympathisch, ohne Pomp. Kaiser Akihito, 55 Jahre alt, gilt als moderner Mann, der für eine Wiederbelebung des japanischen Nationalismus von einst nicht zu haben ist. Für Japans Kaiser ungewohnt persönlich seine Anrede für den Vater. Hier ist Akihito. Akihito. Sein Vater wurde einst als Gott verehrt, er will ein Mensch sein. Nach dem Ende der offiziellen Feier, der Sarg des Kaisers auf dem Weg zum eigens erbauten Mausoleum. Die eigentliche Beisetzung erfolgte erst spät, am Abend, die Öffentlichkeit war nicht dabei. In Tokio und vielen anderen japanischen Städten gab es heute antimonarchistische Kundgebungen. Demonstranten verbrannten die Flagge des Landes und protestierten gegen die offizielle Verherrlichung von Kaiser Hirohito, der im Zweiten Weltkrieg Oberbefehlshaber der Streitkräfte gewesen ist. Viele Japaner sehen deshalb in ihm einen Kriegsverbrecher. Die Diskussion darüber ist wieder aufgebrochen. Gegen die Nominierung von John Tower als Verteidigungsminister im ersten Kabinett von US-Präsident Bush hat heute der Streitkräfteausschuss des Senats gestimmt. Alle 11 Mitglieder der oppositionellen Demokraten lehnten ihn ab. Die neuen Republikaner votierten für ihn. I am concerned as to his ability to... Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Senat, der Demokrat Sam Nunn aus Georgia, brachte die Mehrheitsmeinung auf den Punkt. Ich kann nicht guten Gewissens zustimmen, einen Mann an die Spitze der Kommandokette zu stellen, wenn er diese Vergangenheit als starker Trinker hat, dass er nicht einmal als Kommandeur einer Raketenstaffel oder eines Atom-U-Bootes eingesetzt würde. Der 63-jährige John Tower hatte während der Anhörungen vor dem Senatsausschuss fachlich einen untadeligen Eindruck gemacht. Er war zwischen 1981 und 84 selbst Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Aber da waren die nicht verstummen wollenden Anschuldigungen, Tower habe Alkoholprobleme, Frauengeschichten
und sei als ehemaliger Berater von Rüstungsfirmen der denkbar ungeeignetste Mann, das skandalgeschüttelte Pentagon zu führen. 6 FBI-Berichte über John Tower wurden vorgelegt, bis der Senatsausschuss endlich abstimmte. Alle 11 Demokraten waren gegen Tower, alle 9 Republikaner für ihn. Solche Abstimmungen getreu nach Parteidisziplin sind eher die Ausnahme in den USA. Präsident Bush wird es also schwer haben, bis zum endgültigen Votum im Senatsplenum nächste Woche 5 Senatoren aus der demokratischen Mehrheit herauszubrechen. Gelingt ihm das nicht, dann folgt dem Schuss vor den Bug von heute die erste große Niederlage für den Präsidenten. Das innenpolitische Fiasko erfuhr George Bush auf der internationalen Bühne in Tokio. Ich halte fest zu John Tower, sagte der Präsident, der von Peking aus mit demokratischen Senatoren Einzelgespräche führen will. John Tower bleibt meine einzige Wahl. Die 3 westlichen Stadtkommandanten in Berlin haben heute den Vorfall an der Mauer vom 6. Februar als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Die Alliierten, so heißt es, seien jetzt davon überzeugt, dass an diesem Tag DDR-Wachtposten auf einen flüchtenden Mann geschossen und ihn getötet haben. Ähnlich äußerte sich Regierungssprecher Ost in Bonn. Er sprach von einer nachhaltigen Belastung der deutsch-deutschen Beziehungen. Den Vorfall an der Mauer hat heute auch Hamburgs Bürgermeister Foscherau bei einem Treffen mit DDR-Staats- und Parteichef Honecker in Ost-Berlin angesprochen. Nach dem 2-stündigen Gespräch sagte er, Honecker habe erklärt, dass die DDR solche Fälle immer bedauere. Außerdem sagte Foscherau zum Thema Reiseerleichterungen für Hamburger Bürger in die DDR. Des Kieler Ministerpräsidenten hatte sich Honecker für seinen neuen Gast ein schönes Geschenk ausgedacht. Mit ganz besonderer Freude kann ich sagen, dass der Staatsratsvorsitzende Herr Honecker mir gegenüber spontan auf meine Bitte hin die Bereitschaft signalisiert hat, Hamburg mit seinen immerhin 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürgern einzubeziehen in den kleinen Grenzverkehr. Unter anderem wegen Fluchthilfe sind heute in Potsdam 2 Westberliner und ein Bürger aus dem Bundesgebiet zu Gefängnisstrafen zwischen 4 und 6 Jahren verurteilt worden. Die amtliche DDR-Nachrichtenagentur ADN gab die Namen mit Paul Böhm, Marino Blankenhagen und Michael Maas an. Sie seien im November vorigen Jahres wegen Missbrauchs der Transitstrecken und subversiver Handlungen gegen die DDR festgenommen worden. Die Bonner Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und FDP haben sich offenbar endgültig auf die neuen gesetzlichen Regelungen zur inneren Sicherheit verständigt. Noch in diesem Herbst sollen Vermummung und passive Bewaffnung bei Demonstrationen unter Strafe gestellt und eine Kronzeugenregelung für terroristische Straftaten eingeführt werden. Künftig soll es auch möglich sein, bestimmte Gewalttäter vorbeugend in Untersuchungshaft zu nehmen. Rechtspolitiker der 3 Parteien erklärten heute in Bonn, die ursprünglichen Entwürfe seien noch einmal in einigen Punkten geändert worden. Nicht unter Strafe gestellt werde zum Beispiel der besonders umstrittene Sachverhalt Befürwortung von Straftaten. Es soll auch kein Bußgeld angedroht sein, wenn sich Demonstrationsveranstalter weigern, Absprachen mit der Polizei zu treffen. Von einer Demonstration, so hieß es, dürfe die Polizei künftig nur dann Bild- und Tonaufnahmen machen, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit gibt. Im Bundestag hat Arbeitsminister Blüm heute Änderungen bei den Renten für Aussiedler aus Osteuropa angekündigt. Blüm sagte, durch die große Zahl von Aussiedlern sei eine neue Lage entstanden. Es müsse sichergestellt werden, dass Aussiedler beim Bezug ihrer Rente nicht besser gestellt würden als andere. Sprecher der SPD stimmten dem zu. Im Grundsatz, so hieß es, sollte aber daran festgehalten werden, dass Aussiedler so behandelt werden, als hätten sie in der Bundesrepublik gearbeitet und Versicherungsbeiträge geleistet. Mit Werbeaktionen und steuerlichen Erleichterungen will Umweltminister Töpfer den Kauf von Cut-Autos und die Umrüstung auf die umweltschonende Technik fördern. Das erklärte er im Anschluss an Beratungen mit Vertretern der Bundesländer. Über eines gibt es nicht die geringste umweltpolitische Diskussion. Die Einführung des geregelten 3-Wege-Katalysators nach US-Norm muss unbedingt stärker gefördert werden. Er ist die zurzeit beste Technik, um die Abgase von Personenwagen mit Ottomotoren zu reinigen. Doch trotz aller steuerlichen Förderungen seit 1985 geht's nur schleppend voran. Von den derzeit 29 Millionen Pkw in der Bundesrepublik sind zwar 9,5 Millionen Schadstoff reduziert, immerhin fast ein Drittel, doch nur 2,6 Millionen haben mit der US-Norm auch die wirkungsvollste Abgasreinigung.
In der Sitzung der Bund-Länder-Kommission heute beim Bonner Umweltminister war man sich einig. Der größte Effekt wäre erzielt, wenn die deutschen Automobilhersteller ab Oktober 1991 nur noch Wagen mit Katalysator anbieten würden. Töpfer will sie dazu überreden, sie notfalls aber sogar mit einer Verordnung dazu zwingen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es dazu kommen müsste, falls nicht die anderen Maßnahmen bereits dieses Ziel erreichbar werden lassen. Außerdem will Bonn die steuerliche Förderung zur Umrüstung alter Fahrzeuge wieder aufnehmen und sich dies sogar bis zu 1 Milliarde kosten lassen. Mit den SPD-regierten Ländern konnte sie darüber keine Einigung erzielen. Die versprechen sich mehr von einem Tempolimit. Dies aber lehnt die Bundesregierung ebenso ab wie ein gespaltenes Tempolimit, das nur Katalysatorwagen freie Fahrt erlaubt. Dafür wiederum plädiert das CDU-regierte Baden-Württemberg. Der Schwerpunkt unserer Politik geht auf die schnelle Einführung und den Durchbruch für den geregelten Dreiweg-Katalysator. Um dies schnellstmöglich zu erreichen, um auch die Nachrüstung schneller durchzubringen, wäre ein gespaltenes Tempolimit ein guter Anreiz, weil damit im Grunde genommen umweltbewusstes Verhalten auch belohnt würde. Verkehrs- und Finanzministerium in Bonn haben sich auf eine Straßenbenutzungsgebühr für schwere Lkw verständigt. Sie soll zum 1. Januar 1990 für zunächst 4 Jahre eingeführt werden und für alle in- und ausländischen Fahrzeuge gelten, die 3 Achsen oder mehr und ein zulässiges Gesamtgewicht von über 18 Tonnen haben. Die Gebühr wird je nach Größe des Fahrzeugs zwischen 3.000 und 7.000 Mark im Jahr liegen. Damit für deutsche Spediteure keine Nachteile entstehen, werden sie bei der Kraftfahrzeugsteuer entlastet. Bundesverkehrsminister Warnke geht es nicht nur um eine gerechtere Beteiligung an den Straßenkosten, sondern auch um eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen im internationalen Straßengüterverkehr. Vertreter deutscher und ausländischer Banken sitzen in Frankfurt zusammen, um den Einzelhandelskonzern Coop mit seinen 50.000 Beschäftigten zu retten. Es wird mit einer schwierigen und langen Sitzung gerechnet, denn der Konzern ist mit 5,9 Milliarden Mark höher verschuldet als zunächst angenommen. Alles hängt jetzt davon ab, ob die 140 Gläubigerbanken auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Sollte das Sanierungskonzept nicht bis zum 1. März stehen, muss Coop Konkurs anmelden. Protest gegen den Pflegenotstand in Krankenhäusern und Altenheimen. Dafür sind heute in mehreren Städten der Bundesrepublik, hier Stuttgart, Tausende von Kranken- und Altenpflegern auf die Straße gegangen. Zu den Demonstrationen hatte die Gewerkschaft ÖTV im Vorfeld der kommenden Tarifverhandlungen aufgerufen. Ein Bericht von Hanni Hüsch. Mit Lippenbekenntnissen will sich Monika Wulf-Mathis nicht länger zufrieden geben. Arbeitgeber und Politik müssten jetzt ihre Beiträge zur Verbesserung der Personalmisere an Krankenhäusern und Altersheimen leisten, so die ÖTV-Chefin am Nachmittag auf einer Protestversammlung in Hamburg. Bundesweit, so schätzen die Gewerkschaften, fehlen allein in den Krankenhäusern zwischen 40.000 und 60.000 Pflegekräfte. Für die, die den Job machen, heißt das Pflege im Akkord, jede Menge Überstunden und das im Schichtdienst bei wenig attraktiver Bezahlung und fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten. Die Folge: Schwestern und Pfleger bleiben durchschnittlich nur 4 bis 5 Jahre im Beruf. Kein Wunder aber auch, dass der Nachwuchs ausbleibt. Die geburtenschwachen Jahrgänge finden anderswo attraktivere Arbeitsbedingungen. Die Krankenhäuser nur noch mühsam oder gar nicht Personal für frei werdende Stellen. Ein Grund, warum es im Pflegebereich so eng geworden ist: seit 20 Jahren hat sich an den sogenannten Personalanhaltszahlen, also am Verhältnis von Pflegepersonal und Krankenbett, nichts geändert. Geändert aber haben sich die Anforderungen. Immer mehr alte, mehrfach erkrankte Menschen erfordern immer intensivere Pflege. Mehr Personal, aber vor allem auch eine gerechtere Bewertung für einen längst hochqualifizierten Beruf, das wollen die Gewerkschaften. Auf dem Forderungskatalog für die am Dienstag beginnenden Tarifverhandlungen: eine bessere Eingruppierung des Pflegepersonals, endlich auch tarifvertragliche Regelungen für die Altenpflege und die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen. Begleitet von Protestaktionen in zahlreichen Betrieben findet zurzeit in Mainz die 4. Schlichtungsrunde in der Druckindustrie statt. Die Zeit drängt, denn die Friedenspflicht endet am 28. Februar. Zur Stunde zeichnet sich noch keine Annäherung zwischen den Tarifparteien ab. Zentraler Streitpunkt ist nach wie vor die Arbeit an Wochenenden. Die IG Druck und Papier will der Wochenendarbeit nur für die Herstellung von Tageszeitungen und Zeitschriften zustimmen. Soeben erfahren wir aus unserem Mainzer Studio, dass die Verhandlungen ergebnislos unterbrochen worden sind und am 2. März fortgesetzt werden sollen. Westdeutsches Containerschiff in Seenot.
Mit 999 Tonnen Fracht ist die Waltraud 40 Seemeilen vor der portugiesischen Küste in ein schweres Unwetter geraten. Der Frachter legte sich auf die Seite und drohte zu kentern. An Bord waren 6 Männer und eine Frau. In einer dramatischen Rettungsaktion wurden sie mit einem Hubschrauber der portugiesischen Armee unverletzt von Bord des Schiffes geholt und nach Lissabon geflogen. Das Containerschiff mit Heimathafen Haren an der Ems war unterwegs von Italien nach Großbritannien. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 25. Februar. Der Satellitenfilm zeigt über Mittel- und Westeuropa 2 ausgeprägte Wolkenbänder, die sich im Tagesverlauf langsam nach Osten verlagerten. Die Ausläufer eines Tiefdrucksystems über dem Nordatlantik und Westeuropa ziehen in rascher Folge über Mitteleuropa hinweg ostwärts. Eine weitere Störung über dem Atlantik zieht rasch unter Entwicklung zum Sturmtief nach Westeuropa und beeinflusst später Deutschland. Dabei gelangt morgen noch milde, am Sonntag kalte Meeresluft zu uns. Die Vorhersage für morgen. Von gelegentlichen Auflockerungen abgesehen, meist stark bewölkt oder bedeckt. Und vor allem in der zweiten Tageshälfte zeitweise Regen. Schneefallgrenze bei 1200 Meter. Tiefste Temperaturen 2 bis 7 Grad. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Mäßiger bis frischer, im Tagesverlauf starker, in Böen stürmischer Wind aus südlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Sonntag wechselhaft, dabei stürmisch und bei zurückgehenden Temperaturen auf den Bergen Schneeschauer.